Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer achten Vorlesung. Zu Beginn habe ich wieder ein paar Ansagen zu machen. Der zentrale Evaluationsservice der Uni weist darauf hin, dass am 1. Juli die Evaluation unserer Vorlesung begonnen hat. Die dauert bis zum 31. Juli. Die Teilnehmer der Veranstaltung werden per E-Mail darüber informiert. Aber es heißt, dass solche E-Mails manchmal im Spam-Ordner landen und deswegen sind wir gebeten worden, nochmal darauf hinzuweisen. Also schauen Sie mal nach in Ihrem Spam-Ordner, ob sich da was findet. Dann gab es gehäuft Anfragen wegen des Termins der Klausur. Die Klausur ist geplant für die letzte Vorlesungsstunde am 27. Juli und ein entsprechend großer Hörsaal dafür ist auch schon reserviert. Ja, außerdem kann ich eine Ankündigung machen für das nächste Mal. Da wird nämlich die Vorlesung gehalten von meinem Kollegen Michael Abesser. Wir kommen dann in die Zeit, wo zum Hauptgegner des Osmanischen Reichs in Europa das Russische Reich wurde. Und Michael Abesser ist Experte für den südrussischen Raum in der Zeit der großen Auseinandersetzungen zwischen Russland und den Osmanen im 18. und 19. Jahrhundert. Darüber schreibt er gerade seine Habilitation. Und er hat angeboten, darüber auch die Vorlesung zu halten mit dem Titel Das Schwarze Meer als Kontaktzone des russländischen und osmanischen Imperiums. Das findet also am nächsten Montag statt. Da wird es dann also ausführlich gehen um die Kämpfe zwischen Russen und Osmanen. Und ich muss jetzt schauen, dass ich heute noch bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts komme. Und deswegen geht es jetzt gleich los. Wir waren letztes Mal stehen geblieben im Jahr 1606 beim Frieden von Jitwa Torok zwischen Osmanen und Habsburgern. Dieser Vertrag brachte eine lange Periode relativen Friedens zwischen diesen beiden Mächten. Der nächste österreichische Türkenkrieg begann erst wieder im Jahr 1663. Deswegen können wir uns nun erst einmal ein paar anderen Dingen widmen. Zunächst zu den inneren Verhältnissen im Osmanischen Reich. Letztes Mal ging es schon um die Krisensymptome ab dem Ende des 16. Jahrhunderts. Heute soll es nochmal gehen um deren Auswirkungen auf die Führung des Osmanischen Reichs. Ich hatte letztes Mal schon davon gesprochen, dass es während des langen Türkenkriegs zwei Wechsel im Amt des Sultans gab. 1595 starb Murat III. Und sein Nachfolger wurde sein Sohn Mehmet III. Hier habe ich noch ein Bild türkischen Ursprungs von ihm. Mehmet begann seine Herrschaft damit, dass er seine 19 jüngeren Brüder ermorden ließ. Die Särge wurden in einem Trauerzug durch Konstantinopel getragen. Ermordete Familienmitglieder wurden ja bei den Osmanen trotzdem mit allen Ehren bestattet. Das zeigt in gewisser Weise, dass diese Brudermorde Teil des Herrschaftssystems waren. Aber dieser Zug von 19 Särgen, sowas hat es eigentlich noch nie gegeben, löste bei der Bevölkerung von Konstantinopel doch Entsetzen aus und leitete dann das Ende der Praxis der Brudermorde ein. Da kommen wir gleich zu. Als Sultan war Mehmet aber dann, wie sein Vater Murat, nicht besonders aktiv. Ich hatte letztes Mal gesagt, dass er 1596 selbst die osmanische Armee im Krieg gegen die Österreicher anführte, bei der Einnahme von Erlau und in der Schlacht von Mezőkeresztes. Aber das ging weniger auf seine eigene Initiative zurück als auf einen Beschluss des Divans, wo die Wesire der Meinung waren, die Anwesenheit des Sultans würde die Soldaten am Ort besser motivieren. Und danach ging Mehmet auch gleich wieder nach Konstantinopel zurück
und der Rest des Kriegs lief ohne ihn ab. Aber auch in Konstantinopel tat er nicht so viel für die Regierung, sondern überließ viel davon seiner Mutter. Das war Safiye Sultan, die Lieblingsfrau von Murad III. Hier habe ich zwei Bilder, ein älteres und eins aus einer türkischen Fernsehserie, auf die ich noch zu sprechen komme. Wobei diese Bilder wohl beide nicht ihr wahres Aussehen wiedergeben. Safiye Sultan soll schon bei der Ermordung des Wesirs Sokolu Mehmet Pascha 1579 ihre Finger im Spiel gehabt haben. Sie wurde dann aber von Murats Mutter Nurbanu zunächst einmal kaltgestellt. Die schickte sie zusammen mit ihrem Sohn Mehmet nach Manisa, also dem alten griechischen Magnesia, wo er Provinzgouverneur wurde. Auf solche Posten waren Söhne von Sultan früher allein geschickt worden. Die Mutter blieb dann im Harem in Konstantinopel. Dass Safiye jetzt mit Mehmet mitkam, hat wohl mit dazu beigetragen, dass sie einen so großen Einfluss auf ihn bekam. Als er Sultan wurde, sorgte sie für ständige Wechsel im Amt des Großwesirs, damit diese Großwesire nicht zu mächtig wurden. Einen ließ sie sogar hinrichten. Und sie nahm auch großen Einfluss auf die Ernennung von hohen Amtsträgern. Ich hatte letztes Mal schon gesagt, dass nun immer öfter im Staat Ämter gegen Geldzahlungen vergeben wurden. Diese Bestechung erfolgt normalerweise an Leute aus der Familie des Sultans. Dazu gehörten auch Frauen aus dem Harem, vor allem Safiye selbst, die sich dadurch aber nicht nur bereicherte, sondern auch mehr Einfluss auf die Regierung bekam. Das änderte sich, als Mehmet III. 1603 starb und ihr Enkel Ahmed I. Sultan wurde. Der war zu diesem Zeitpunkt erst 13 Jahre alt, der erste Sultan, der als Minderjähriger auf den Thron kam. Hier auf dem Bild ist er wohl schon etwas älter. Und Ahmed beendete nun die Praxis des Brudermords bei den osmanischen Herrschern. Das Entsetzen bei dem 19-fachen Mord von 1595 war noch in frischer Erinnerung. Außerdem hatte er nur einen Bruder namens Mustafa und er hatte mit seinen 13 Jahren noch nicht unter Beweis gestellt, dass er selbst Kinder zeugen konnte. Wenn er jetzt seinen Bruder ermordet hätte und dann selbst kinderlos gestorben wäre, dann wäre die Existenz der ganzen Dynastie gefährdet gewesen. Ein Bruder von Mehmet hatte übrigens Safiye kurz vor dessen Tod noch hinrichten lassen. Ahmed scheint seinen Bruder Mustafa auch gemocht zu haben, das trug dann wohl mit zu dieser Entscheidung bei. Er ließ nach seiner Thronbesteigung sowohl Safiye als auch Mustafa im Harem einsperren. Und dieses Einsperren wurde nun die neue Praxis für den Umgang mit Brüdern des Sultans. Damit die nicht zur Konkurrenz des lebenden Sultans werden konnten und damit bei dessen Tod nicht einer von denen seine Brüder ermorden musste, wurde im Palast ein eigenes Wohngebäude für sie gebaut, der Kafes, das heißt Käfig, der lag im Bereich des Harems, in den beim Amtsantritt eines neuen Sultans dessen sämtliche Brüder eingesperrt wurden, teilweise auch Söhne und Neffen, wenn sie die Kindheit bei ihrer Mutter hinter sich hatten. Das war ein großer Komplex, also deutlich größer als das, was man hier auf dem Bild sieht. Jeder Prinz bekam auch noch seinen eigenen Harem von Frauen und bekam Eunuchen zugeordnet, die für ihn und für diese Frauen sorgten. Aber diese Prinzen durften keinen Kontakt zur Außenwelt haben, außer wenn sie später noch einmal selbst Sultan wurden. Das kam allerdings vor. Der Prinzenkäfig wurde nun als Reservoir genutzt, um gegebenenfalls missliebige Sultane auszutauschen. Das war auch ein Grund dafür, warum amtierende Sultane nun Konstantinopel nicht mehr so gern verließen, um zum Beispiel bei einem Feldzug persönlich die Armee zu führen.
Das Problem war dann nur, dass solche neuen Sultane, wenn sie aus der Gefangenschaft direkt ins Amt kamen, überhaupt nichts von der Welt außerhalb des Harems kannten. Aber nun vor der Aufgabe standen, ein Weltreich zu regieren. Mehmed III. War der letzte Sultan, der vor seinem Amtsantritt noch Gouverneur in einer Provinz gewesen war. Das war ja bis dahin die klassische Methode, mit der Söhne von Sultanen das Regieren lernen sollten. Das war also auch ein wesentlicher Faktor für den Verfall des Reichs, diese mangelnde Erfahrung, die Sultane, neue Sultane nun in aller Regel hatten. Später kam als Aufenthaltsort für osmanische Prinzen noch die sogenannten Prinzeninseln dazu. Die lagen südlich von Konstantinopel im Marmara Meer. Und sie hießen auch schon seit byzantinischer Zeit so, weil auch byzantinische Kaiser dort öfter Mitglieder der Kaiserfamilie interniert hatten. Die Kämpfe darum, wer Sultan wurde, wurden nun nicht mehr von den Kandidaten selbst untereinander geführt, sondern von verschiedenen Parteien am Hof und im Reich, die dann bei Erfolg ihren jeweiligen Kandidaten aus dem Käfig holten. Der Sultan Ahmed regierte nun bis 1617. Bekannt ist er am ehesten, weil er die größte Moschee von Konstantinopel baute, die auch nach ihm benannt ist, wird oft auch die Blaue Moschee genannt und gilt als Hauptwerk der osmanischen Architektur. Am Anfang stand er auch unter dem starken Einfluss seiner Mutter, Handan Sultan hieß die. Die war wohl schon die treibende Kraft bei der Inhaftierung von Safir und betrieb dann die Entfernung von Vertrauensleuten von Safir aus Regierungsämtern. Aber sie starb schon im Jahr 1605 und danach soll der oberste Eunuch die führende Rolle im Harem übernommen haben. Bei der Regierung des Reichs zeigte Ahmed auch eher wenig Energie. Er verlor viel Prestige durch den ungünstigen Ausgang des Kriegs gegen die Habsburger. Also zumindest wurde der Frieden von Jitwa Torok bei den Osmanen als ungünstig empfunden. Und noch mehr Prestige verlor Ahmed durch die klare Niederlage der Osmanen im Krieg gegen die Safawiden. Langfristig berühmt wurde dagegen eine seiner Ehefrauen. Das ist Kösem Mahpeyker Sultan, die berühmteste aller Validen. Sie gilt als die einflussreichste Frau der osmanischen Geschichte, obwohl ich da nachher auch noch eine gewisse Einschränkung zu machen habe. Kösem war eine gebürtige Griechin von der Insel Tenos, die Tochter eines orthodoxen Priesters, und sie war vom osmanischen Gouverneur in Bosnien an den Hof in Konstantinopel geschenkt worden. Dort wurde sie zur Favoritin von Ahmed dem Ersten. Sie hatte 9 Kinder von Ahmed, 5 Töchter und 4 Söhne, von denen 2 Sultan wurden. Ahmed starb nämlich schon 1617 mit 27 Jahren. Und Nachfolger wurde sein jüngerer Bruder Mustafa, der da ja extra im Käfig für aufgespart worden war, praktisch. Der älteste Sohn von Ahmed war nämlich zu diesem Zeitpunkt erst 13 Jahre alt. Das war zwar so alt wie auch Ahmed bei seiner Thronbesteigung, aber nun kam eine Hofpartei unter der Führung des Scheich al-Islam zu dem Schluss, dass er zu jung sei und von der Bevölkerung nicht akzeptiert werden würde. Das war das erste Mal in der osmanischen Geschichte, dass ein Bruder und nicht ein Sohn des bisherigen Sultans neuer Sultan wurde. Aber Mustafa hatte jetzt eben den größten Teil seines Lebens in Gefangenschaft im Harem verbracht und er erwies sich als geistig gestört. Es gibt unterschiedliche Theorien über seinen geistigen Zustand. Aber jedenfalls wurde er nach nur 96 Tagen abgesetzt und kam zurück in den Prinzenkäfig. Als neuer Sultan kam nun doch der 13-jährige Sohn von Ahmed zum Zug, Osman der Zweite. Der war allerdings nicht der Sohn von Kösem Machpeker, sondern von einer anderen Frau. Trotz seiner Jugend erwies er sich als ziemlich tatkräftig. Er schloss den Frieden mit den Safawiden, auch wenn der ungünstig war,
und er setzte sich persönlich an die Spitze eines Feldzugs gegen Polen. Der ging allerdings nicht so aus, wie er es gehofft hatte, und er gab die Schuld daran den Janitscharen. Er kam auf die Idee, das Janitscharenkorps zu reformieren. Er wollte da neue Leute reinbringen. Und das erwies sich als ein Fehler. Als es nämlich bekannt wurde, machten die Janitscharen einen Aufstand 1622. Sie nahmen Osman fest und ließen ihn schließlich erdrosseln. Zu seiner Absetzung trug auch bei, dass er keinen Rückhalt im Harem hatte. Seine Mutter war schon gestorben und eine energische Lieblingsfrau hatte er auch nicht. Konnte er wohl in seinem Alter auch noch nicht haben. Da sieht man gut die Grenzen der Macht von Sultanen in dieser Zeit. Als Nachfolger wurde dann doch wieder Mustafa eingesetzt, aber der erwies sich aufgrund seiner Geistesschwäche wieder als untragbar. Er hielt sich ein bisschen länger, aber nicht sehr lange. Es gab Aufstände in Anatolien, deren Führer sich als Rächer für den getöteten Osman aufspielten. Und so wurde Mustafa wieder abgesetzt und zurück in den Prinzenkäfig geschickt, wo er immerhin noch 17 Jahre lebte. Der nächste Sultan wurde Osmans jüngerer Bruder Murad IV. Der war zwar erst 11 Jahre alt, aber er hielt sich 17 Jahre auf dem Thron bis zu seinem natürlichen Tod 1640. Das verdankte er aber hauptsächlich seiner Mutter. Er war ja selbst am Anfang noch zu jung zum Herrschen und deswegen wurde nun seine Mutter Kösemach Peyker zur offiziellen Regentin während seiner Minderwertigkeit ernannt. Die dauerte bis 1632. So ein Amt einer offiziellen Regentin hatte es im Osmanischen Reich noch nie gegeben und sie war in dieser Zeit auch tatsächlich die mächtigste Person im Reich und nahm an Sitzungen des Divans teil, wenn auch hinter einem Vorhang. Aber sie war nicht die einzige, die in diesen Jahren Macht hatte. Es gab ein ziemliches Chaos im Reich. Es gab Aufstände von Janitscharen und Sipahis. Ein Großwesir wurde ermordet und auch das Leben von Murad selbst war bedroht. Aber um 1632 fühlte er sich dann alt genug, um tatsächlich selbst die Regierung in die Hand zu nehmen. Und das tat er rigoros, denn er ließ jeden hinrichten, der gegen seine Anordnung verstieß. Unter anderem verbot er den Genuss von Kaffee, Tabak, Wein und Opium, und wer dagegen verstieß, wurde hingerichtet. Außerdem erließ er neue Kleider- und Verhaltensvorschriften für nicht-muslimische Untertanen, die nach außen deutlich machten, dass diese nicht-muslimischen Untertanen Bürger zweiter Klasse waren. Aber er zog immerhin auch selbst in den Krieg gegen die Safawiden, die während seiner Minderjährigkeit das Reich wieder angegriffen hatten, und er eroberte 1638 Bagdad. Aber 1640 starb er dann an der Gicht mit knapp 29 Jahren. Aber er hatte keine überlebenden Söhne, und so wurde der nächste Sultan sein jüngerer Bruder mit Namen Ibrahim. Das war zu diesem Zeitpunkt der letzte noch lebende osmanische Prinz. Das sieht man auch auf diesem Bild. Da steht Ultimus Domus Ottomanicae. Also da gab es in Europa offensichtlich eine gewisse Hoffnung, dass die osmanische Dynastie ausstirbt und mit ihr auch das ganze Reich untergeht. Außerdem hatte Ibrahim während der Herrschaft von Murad jahrelang im Prinzenkäfig gelebt und das hatte sich negativ auf seine Psyche ausgewirkt. Er bekam den Beinamen Ibrahim der Verrückte. Als man ihn aus dem Prinzenkäfig rausholen wollte, um ihn zum Sultan zu machen, schloss er sich erst ein, weil er eine Falle von seinem Bruder vermutete. Erst als seine Mutter Kösem ihm die Leiche von Murad zeigte, kam er raus. Er verbrachte dann die größte Zeit seiner Regierung im Harem mit seinen Frauen. Aber seine Mutter sorgte dafür, dass keine zu viel Einfluss auf ihn bekam. Die Regierung wurde jetzt wieder weitgehend von Kösem geführt,
Aber die fühlte sich von Ibrahims Verrücktheiten schließlich so genervt, dass sie ihn 1647 absetzen wollte. Aber da hatte Ibrahim immerhin noch so viel Unterstützung, dass er ihre Mitverschwörer töten und Kösem aus dem Harem verbannen konnte. Aber dadurch wirkte sich seine Verrücktheit natürlich noch mehr auf die Reichspolitik aus und 1648 machten die Janitscharen einen Aufstand mit dem Einverständnis von Kösem und töteten erst den Großwesir und setzten dann Ibrahim ab. Der kam zuerst wieder in den Prinzenkäfig, aber der Scheich al-Islam erließ eine Fatwa, dass es keine zwei lebenden Kalifen geben dürfte. Und so wurde Ibrahim also getötet mit dem Einverständnis von Kösem. Immerhin hatte er aber während seiner Herrschaft eine Sache geleistet: er hatte Söhne gezeugt. Sonst hätte man ihn wohl auch nicht so leicht absetzen können. Der älteste dieser Söhne war 6 Jahre alt und hieß Mehmet, und der wurde nun Sultan als Mehmet der Vierte. Auf dem Bild hier war er natürlich schon älter. Nun hätte nach dem Präzedenzfall seine Mutter die Regentschaft für ihn übernehmen müssen, aber die war auch erst Anfang 20 und galt als zu jung, und deswegen ging die Regentschaft noch einmal an seine Oma Kösem. Die regierte nun also zum dritten Mal, aber nicht mehr lange. Denn Murats Mutter war ehrgeizig und brachte den Großwesir auf ihre Seite und den Obersten der schwarzen Eunuchen, die den Harem bewachten. Die sorgten schließlich 1651 dafür, dass Kösem ermordet wurde. Damit ging die Herrschaft, die Regentschaft, sagen wir besser, nun tatsächlich an die Mutter von Mehmet mit Namen Turhan Hatice. Die war eine gebürtige Ukrainerin, die von Tataren gefangen und an den osmanischen Harem verkauft worden war. Sie soll nun sogar noch mächtiger geworden sein als Kösem. Das ist also diese gewisse Einschränkung, von der ich vorhin gesprochen habe. Ihr Sohn Mehmet interessierte sich auch nicht besonders für Politik und wurde eher bekannt als passionierter Jäger. Aber er war immerhin auch nicht so verrückt wie Ibrahim und konnte mit seiner Mutter zusammenarbeiten. Er hatte Hochachtung vor ihr, schon allein, weil sie ihn auf den Thron gebracht hatte. Und er betrachtete sie während seiner Regierung als die Sultanin des Reichs. Und so wurde sie auch oft bezeichnet. Das war das einzige Mal, dass eine Frau diesen Titel zumindest inoffiziell trug. Allerdings beschäftigte Turhan Hatice sich auch weniger mit den Einzelheiten der Politik, sondern überließ das den Großwesiren. Aber sie suchte immerhin für dieses Amt ein paar fähige Leute aus. Dazu kommen wir noch. So, Sie sehen hier noch einmal, Mehmet regierte nun 39 Jahre lang. Er war der am zweitlängsten regierende Sultan nach Süleyman dem Prächtigen. Und damit waren also nun die Wirren an der Spitze des Osmanischen Reichs erst einmal beendet. Sie müssen sich die Namen dieser ganzen Sultane und Sultansmütter auch nicht alle merken. Das wird in der Klausur ganz bestimmt nicht gefragt. Wenn Sie jetzt aber Spaß an diesem ganzen Intrigenstadel gefunden haben, dann verweise ich Sie auf eine weitere türkische Fernsehserie. Nach dem Erfolg der Serie über das Leben von Süleyman dem Prächtigen hat das türkische Fernsehen nämlich noch eine Serie dieser Art produziert, diesmal über das Leben von Kösem Machpeyker in 60 Folgen von jeweils über 2 Stunden Länge. Das reicht von der Thronbesteigung von Ahmed I. 1603 bis zur Ermordung von Kösem 1651. Sie wird da auch von 3 verschiedenen Schauspielerinnen gespielt. Auch diese Serie gibt es komplett mit englischen Untertiteln bei YouTube. Ich werde Ihnen das bei Ilias verlinken, aber Sie sehen hier im PowerPoint habe ich auch wieder gleich einen Link untergebracht. Da können Sie also diesen Lernstoff noch wesentlich vertiefen. Mir ging es hier in dieser kurzen Zeit, die ich hatte, eigentlich nur darum zu zeigen, in welche Unruhen das Osmanische Reich in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts geriet
und was die Gründe dafür waren. Und angesichts dessen kann man sich eigentlich wundern, dass das Reich dabei trotzdem politisch noch ziemlich stabil und handlungsfähig blieb. Und darum soll es nun gehen. Ein Grund dafür war sicher der lange Frieden mit den Habsburgern, von dem ich am Anfang schon gesprochen habe, fast 60 Jahre. In dieser Zeit waren die Habsburger voll beschäftigt mit einer großen Auseinandersetzung im Heiligen Römischen Reich, wo sie den Kaiser stellten. Und diese Auseinandersetzung müssten sie auch kennen, nämlich den Dreißigjährigen Krieg. Allerdings hätten sich die Osmanen fast doch selbst am Dreißigjährigen Krieg beteiligt, wegen diesem Mann. Gábor Bethlen, der war zu dieser Zeit der Fürst von Siebenbürgen. Siebenbürgen schwankte ja immer zwischen Anlehnung an die Habsburger und Anlehnung an die Osmanen. Gábor Bethlen war ein calvinistischer Adliger und von daher gegen die katholischen Habsburger eingestellt. Deswegen suchte er ein Bündnis mit den Türken. Die Türken hatten ja nichts gegen Protestanten. Sie hatten sich über die Reformation in Europa durchaus gefreut, weil die Christen weiter spaltete. Und Protestanten konnten im türkischen Ungarn genauso gut leben wie Katholiken und Orthodoxe. 1613 wurde Gábor Bethlen vom Siebenbürgischen Landtag zum Fürsten gewählt und von den Türken als solcher bestätigt. Und als 1618 der Dreißigjährige Krieg ausbrach, witterte Bethlen Gábor seine Chance. Die Habsburger mussten jetzt gegen den Aufstand der protestantischen Böhmen kämpfen und nun griff er von Siebenbürgen aus das habsburgische Ungarn an. Davon gab es leider nur eine ungarische Karte, aber Sie kennen das dreigeteilte Ungarn ja mittlerweile. Bethlen eroberte also ganz Oberungarn, also den größten Teil des habsburgischen Gebiets von Ungarn. Und dabei schlossen sich ihm viele Ungarn an. Dann schloss er auch ein Bündnis mit den Protestanten in Böhmen und sogar im Süden von Österreich brachen protestantische Aufstände aus. Bethlen eroberte die Stadt Pressburg und stand damit praktisch kurz vor Wien. Im August 1620 wurde er auf einem Landtag im habsburgischen Ungarn sogar zum König von ganz Ungarn gewählt, mit der Zustimmung der Türken, die auch das türkische Ungarn in sein Herrschaftsgebiet mit einbezogen, weil sie wussten, dass er da ohne sie doch nichts machen konnte. Aber die Türken waren letztlich nicht bereit, sich an dem Krieg gegen die Habsburger zu beteiligen. Sie hatten zu viele andere Probleme und waren froh über den Frieden von Jitva-Torok. Deswegen haben sich also die Türken letztlich dann doch nicht am Dreißigjährigen Krieg beteiligt. Dann gewannen im November 1620 die Habsburger und die Katholische Liga die Schlacht am Weißen Berg gegen die böhmischen Aufständischen. Und damit war der böhmische Aufstand beendet und die Habsburger konnten sich verstärkt den Ungarn widmen. Sie eroberten die Gebiete in Oberungarn von Bethlen zurück und schlossen mit ihm den Frieden von Nikolsburg, in dem Gábor Bethlen auf alle eroberten Gebiete und auf den ungarischen Königstitel verzichtete. Die Türken gewannen also auch nichts in Ungarn, aber sie führten in dieser Zeit tatsächlich einen Kriegszug gegen einen neuen Gegner, nämlich gegen Polen. Die Polen hatten dem Kaiser Hilfstruppen gegen Gábor Bethlen geschickt und der hatte darauf die Osmanen gebeten, gegen Polen vorzugehen. Das Kampffeld zwischen Polen und Osmanen war ja schon länger das Fürstentum Moldau, eigentlich ein osmanischer Vasallenstaat, aber nun verbündete sich der moldauische Fürst Gaspar Graziani mit den Polen und da mussten die Osmanen aktiv werden. Sie schickten 1620 ein großes Heer in die Moldau, das dem polnischen Heer in der Schlacht bei Zezora eine schwere Niederlage beibrachte. Aber danach mussten die Osmanen den Feldzug erst einmal abbrechen, weil der Winter bevorstand. Aber im nächsten Jahr kamen sie wieder, diesmal mit einer Armee von 150.000 Mann
unter der persönlichen Führung des Sultans. Das war damals gerade Osman II. Die Armee marschierte an die Nordgrenze der Moldau nach Hrozim. Beziehungsweise auf dieser Karte heißt es Hotin, am Grenzfluss Dniester gelegen, so hier Turla genannt. Aber in diesem Jahr 1621 hatte auch der polnische Sejm, also das Adelsparlament, Mittel für eine größere Armee zur Verfügung gestellt. Diese Armee errichtete ein befestigtes Lager bei der Festung von Hrozim. Und dieses Lager konnten die Osmanen 5 Wochen lang nicht erobern, trotz dreifacher Überlegenheit. Am Ende meuterten bei den Türken die Janitscharen und deswegen musste der Sultan Osman Ende September die Belagerung abbrechen. Das führte dann zu seinem schon erwähnten Plan, das Janitscharenkorps zu reformieren, das den Aufstand der Janitscharen hervorrief, bei dem Osman getötet wurde. Es gab dann einen Friedensvertrag zwischen Polen und dem Osmanischen Reich, in dem die alte Grenze neu bekräftigt wurde und in dem Polen auf weitere Einmischungen in der Moldau verzichtete und das Fürstentum als Vasallen der Osmanen anerkannte. Aber dieser gescheiterte Angriff der Türken löste im christlichen Europa große Begeisterung aus, wie meistens bei Misserfolgen der Türken. In den 1620er und 30er Jahren führten die Osmanen dann wieder einen Krieg gegen die Safawiden im Osten, bei dem Murad IV. Am Ende Bagdad eroberte und bei dem man sich dann 1639 auf einen Frieden einigte, der ebenfalls von der Ausgangslage nicht weit abwich und der die Grenzen zwischen dem Iran und der Türkei im Wesentlichen so festlegte, wie sie heute noch bestehen, wie sie allerdings auch schon nach dem Frieden von 1555 bestanden hatten. Das war auch der letzte Krieg zwischen Osmanen und Safawiden. Das Safawidenreich löste sich dann am Anfang des 18. Jahrhunderts auf. Den nächsten Krieg führten die Osmanen dann wieder in Europa und der brachte auch einen Erfolg, wenn auch einen der letzten. Sie griffen nämlich im Jahr 1645 die Insel Kreta an. Das war also während der Regierungszeit von Ibrahim dem Verrückten. Da kann man also sehen, wie der osmanische Militärapparat noch funktionierte, selbst wenn der Sultan nicht zurechnungsfähig war. Kreta gehörte ja immer noch zu Venedig und lag als christliche Besitzung mitten im östlichen Mittelmeer, dessen Küsten sonst vollständig osmanisch waren. Den Auslöser des Kriegs lieferten aber die Malteser Ritter, die 1644 einen Konvoi von türkischen Schiffen kaperten, in dem auch die Lieblingsfrau des Sultans war, auf dem Weg nach Mekka. Das war in der Nähe von Zypern. Aber die Malteser machten dann mit ihrer Beute Station in Kreta. Und daraufhin landeten die Türken ein Jahr später mit einer Flotte von 60.000 Mann im Westen von Kreta. Die Landung konnten die Venezianer natürlich nicht verhindern. Sie konnten nur versuchen, einzelne befestigte Städte auf der Insel zu halten. Die Türken rollten dann Kreta von Westen her auf und 1648 hielten die Venezianer nur noch die Inselhauptstadt Candia, heute Heraklion genannt. Die hielten sie allerdings noch satte 21 Jahre, so lange dauerte die Belagerung der Stadt durch die Türken. Die Venezianer hatten Candia in den Jahrzehnten zuvor gut befestigt und konnten es nun auch weiter von See aus versorgen. Außerdem kamen viele abenteuerlustige Soldaten aus Europa nach Candia, um bei der Verteidigung mitzuhelfen, auch aus Deutschland. Die Belagerung zog sich so lange hin, dass sie in Europa eine große Popularität erlangte. Dazu mussten auch die Türken ihre Truppen auf Kreta über See versorgen und die Venezianer konnten sie dabei stören. Sie hatten immer noch die besseren Schiffe. Hier sehen wir einen Sieg von venezianischen und holländischen Schiffen in einer Seeschlacht von 1649 vor der kleinasiatischen Küste. Ab Anfang der 50er Jahre blockierten die Venezianer dann mit ihren Schiffen die Dardanellen, sodass keine türkischen Schiffe mehr in die Ägäis und ins Mittelmeer ausfahren konnten.
Die Türken schafften zwar mehrfach mit großen Flotten Durchbrüche, aber unter erheblichen Verlusten. 1656 kam es sogar zu einer regelrechten Seeschlacht, in der die Venezianer eine ganze türkische Flotte vernichteten. Aber dann gab es eine Wende, die zunächst einmal ausgelöst wurde durch eine innere Entwicklung im Osmanischen Reich. Da gab es eine Finanzkrise, nicht zuletzt durch die vielen verlorenen Schiffe. Eine Verschwörung zur Absetzung von Sultan Mehmed IV. Wurde aufgedeckt. Und da entschloss sich die valide Turhan Sultan, die Mutter von Mehmed, die den größten Einfluss auf die Regierung hatte, zu einer radikalen Maßnahme. Sie ernannte nämlich diesen Mann zum Großwesir. Köprülü Mehmed Pascha, der war zu diesem Zeitpunkt schon zwischen 75 und 80 Jahre alt. Er stammte aus Albanien und war noch durch die Knabenlese an den osmanischen Hof gekommen. Die Knabenlese war ja mittlerweile ziemlich außer Gebrauch gekommen. Und am Hof hatte Köprülü Mehmed Pascha sich hochgedient, vom Koch bis zum Statthalter und Wesir. Er hatte einen Ruf als integer und unbestechlich und hatte wohl auch in seinem Alter nicht mehr viel zu verlieren. Er nahm den Posten aber nur an unter der Bedingung, dass ihm umfassende Vollmachten gegeben wurden. Der Sultan verpflichtete sich, alles zu unterschreiben, was Köprülü ihm vorlegte. Auch die Ernennung für sämtliche Posten in der Staatsführung. Er bewegte den Sultan dazu, nach Edirne zu gehen und sich da mit der Jagd zu beschäftigen. Und auch dessen Mutter verlor nun ihre große politische Rolle. Das war praktisch das Ende der sogenannten Weiberherrschaft. Dann ging Köprülü brutal gegen alle vor, die irgendwie korrupt waren, die er auf ihren Posten für unfähig hielt oder die in irgendeiner Weise seiner Politik widerstrebten. Die wurden alle abgesetzt und ein beträchtlicher Teil von ihnen hingerichtet, darunter auch zum Beispiel der orthodoxe Patriarch. Es ist die Rede von insgesamt 36.000 Personen, die er hinrichten ließ. Als der Großadmiral es 1657 wieder nicht schaffte, die venezianische Blockade zu durchbrechen, ließ Köprülü ihn und seine hohen Offiziere sofort exekutieren. Osmanische Soldaten, die aus der Schlacht flohen, ließ er mit türkischen Kanonen beschießen. Aber 2 Tage später gelang dann der osmanischen Flotte tatsächlich der Durchbruch durch die Dardanellen. Allerdings auch mit Glück, denn sie landeten einen Volltreffer auf das Pulvermagazin im Flaggschiff der Venezianer, das daraufhin in die Luft flog, wobei der venezianische Befehlshaber und 1000 Seeleute getötet wurden. Daraufhin konnten die Venezianer die Blockade nicht mehr aufrechterhalten und die Versorgungsroute für die türkische Armee in Kreta war wieder frei. Auch ansonsten erwiesen sich Köprülüs rigorose Maßnahmen als erfolgreich. Er unterdrückte die Korruption, leitete Sparmaßnahmen ein und konsolidierte den Staatshaushalt. Er unterdrückte den Einfluss des Harems und der Janitscharen auf die Regierung. Das führte zu einer starken Zentralisierung der Macht im Reich bei ihm. Und damit hing natürlich auch das Schicksal aller Reformen von seiner Person ab. Er starb schon 1661, nach nur 5 Jahren im Amt, aber sein Nachfolger wurde sein Sohn Ahmed Köprülü, der seine Politik fortsetzte, wenn auch nicht ganz so brutal. Und auch noch einige der folgenden Sultane kamen aus der Köprülü-Familie bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts. Man spricht in der Historiographie von der Köprülü-Restauration im Osmanischen Reich, die allerdings letztlich nicht von Dauer war. Man merkt an den genannten Maßnahmen von Mehmed Köprülü schon, dass er mit seinen brutalen Maßnahmen letztlich nur die Symptome der Probleme im Reich bekämpfte, aber nicht die Ursachen. Er war letztlich auch ein Vertreter der Konservativen, die meinten, man müsste nur zurück zur guten alten Zeit, als die Leute noch tugendhaft waren. Aber zunächst einmal hatten die Köprülüs Erfolg, zum Beispiel in Kreta. Die Belagerung von Kandia zog sich zwar noch hin bis 1669, dauerte also insgesamt 24 Jahre, aber dann mussten die Venezianer sich doch ergeben. Sie bekamen freien Abzug
mussten Kreta aber endgültig an die Osmanen abtreten, ebenso weitere Stützpunkte auf Inseln und an der dalmatinischen Küste. Dass die Belagerung noch so lange dauerte, lag auch daran, dass die Osmanen in dieser Zeit neue Kriege führten. Zunächst einmal am Ende der 1650er Jahre gegen Georg Rákóczi. Das war der damalige Fürst von Siebenbürgen, der sehr ehrgeizig war und gerne mehr werden wollte. Als es in der Mitte der 1650er Jahre eine politische Krise in Polen gab, weil das Land von mehreren Nachbarstaaten gleichzeitig angegriffen wurde und dabei auch fast untergegangen wäre, marschierte Rákóczi mit seinem siebenbürgischen Heer dort auch ein und versuchte sich an einer Aufteilung von Polen zu beteiligen. Aber letztlich erholten die Polen sich und Rákóczi wurde wieder rausgeworfen. Das hatte aber den Osmanen missfallen, weil sie in dieser Aktion einen Versuch von Rákóczi sahen, sich eine größere Machtbasis zu verschaffen und sich von den Osmanen unabhängig zu machen. Deswegen setzte Mehmed Köprülü die siebenbürgischen Stände unter Druck, sodass die 1657 Rákóczi als Fürsten absetzten. Aber als der dann weiter um den Thron kämpfte, kam Köprülü selbst mit einer großen Armee nach Siebenbürgen, die dort das Land verwüstete, wobei dann auch Rákóczi ums Leben kam. Danach setzte Köprülü in Siebenbürgen wieder einen Fürsten ein, der den Türken ergeben war. Den nächsten Krieg der Osmanen führte dann schon nicht mehr Mehmed Köprülü, sondern sein Sohn Ahmed. Und zwar nach langer Zeit mal wieder gegen die Habsburger. Die hatten nämlich Rákóczi mit Hilfskontingenten unterstützt und forderten die Rückgabe von Festungen an der Grenze zum königlichen Ungarn, die die osmanischen Truppen erobert hatten. Das nahm Ahmed Köprülü zum Anlass, um im Jahr 1663 wieder ein großes osmanisches Heer nach Ungarn zu führen. Das heißt, das wären 100.000 Mann gewesen. Ich muss wieder diese Karte verwenden. Diese Armee belagerte und eroberte die Festung Neuhäusel. Damit waren sie wieder ziemlich nah an Wien. Die Habsburger waren auf diesen Angriff nicht vorbereitet und konnten den Türken zunächst nur schwache Verbände entgegenstellen. Aber es war schon September und die Türken konnten zunächst nicht weiter vorrücken. Die türkische Armee überwinterte in Ungarn. Das war auch schon ungewöhnlich. Früher waren die ja immer nach Konstantinopel zurückgekehrt. Während des Winters rief dann der deutsche Kaiser Leopold I. die deutschen Reichsfürsten und ganz Europa zur Hilfe auf. Die wurde auch gewährt. Sogar der französische König Ludwig XIV. Schickte ein Hilfskorps, sodass im nächsten Frühjahr der kaiserliche Feldherr ein Heer von 54.000 Mann zur Verfügung hatte. Das war Graf Raimondo Montecuccoli, ein Mann von italienischer Abstammung, aber in habsburgische Dienste getreten. Der versuchte nun, den Marsch der Türken in Richtung Wien aufzuhalten und trat ihnen mit seinen Truppen schließlich am 1. August entgegen beim Ort Mogersdorf und beim Zisterzienserkloster St. Gotthard. Schon auf heutigem österreichischen Gebiet im Burgenland. Da floss der Fluss Raab, den die Türken überqueren mussten, und daran versuchte Montecuccoli sie nun zu hindern. Die Raab führte da gerade Hochwasser. Es gelang aber einem Teil von Sipahis und von Janitscharen mit massiver Unterstützung von Kanonen den Fluss zu überqueren. Auf der anderen Seite schlugen sie in das österreichische Zentrum eine gefährliche Lücke, wurden aber dann durch Angriffe der Kavallerie von den Seiten zurückgedrängt. Dann machte das kaiserliche Heer einen Großangriff auf den verbliebenen osmanischen Brückenkopf am Nordufer und schlug ihn in die Flucht. Die Türken mussten ihre Ausrüstung am Nordufer zurücklassen und damit war die Schlacht entschieden und der osmanische Feldzug beendet. Das galt als der größte Sieg gegen die Türken in einer offenen Feldschlacht seit über 300 Jahren. Es wurde deutlich, dass die christlichen Armeen den Türken nun technisch und taktisch überlegen waren.
Allerdings wurde dieser Sieg von den Kaiserlichen nun kaum ausgenutzt. Es kam schon 9 Tage später zu einem Friedensschluss, dem Frieden von Eisenburg bzw. Vaslui auf Ungarisch. Und da konnten die Türken alle Gebietsgewinne, die sie gemacht hatten, behalten. Es gab leider keine Karte davon. Und der Kaiser erkannte den von den Türken eingesetzten Fürsten von Siebenbürgen an, bestätigte also Siebenbürgen als osmanischen Vasallen. Von diesem Frieden waren besonders die Ungarn enttäuscht und das wirkte sich in der Folgezeit aus. Die Zugeständnisse, die der Kaiser da gemacht hatte, hingen wohl damit zusammen, dass er die größere Gefahr für die Habsburger mittlerweile im Westen sah, wo Ludwig XIV. Gerade anfing, Reichsgebiete zu bedrohen. Jedenfalls hatten die Osmanen nun endgültig die Hände frei, um sich voll dem Krieg auf Kreta zu widmen und Kandia zu erobern. Das hatte ich ja schon berichtet. Als sie diesen Krieg gewonnen hatten, fühlten sich viele in Konstantinopel wieder stark und bereit zu neuen Eroberungszügen. Deshalb kam es schon in den Jahren 1672 bis 1676 zu einem neuen Krieg zwischen den Osmanen und Polen. Der Anlass wurde diesmal geliefert von den Kosaken und Tataren. Von den Tataren war ja hier schon die Rede, wenn auch eher am Rande. Ihr Gebiet lag ja auch am Rand des Osmanischen Reichs, nördlich des Schwarzen Meers, wo der Steppengürtel begann. Ich hatte in der 4. Vorlesung gesagt, dass die mongolische Goldene Horde sich im 15. Jahrhundert in kleine Teilreiche auflöste. Und eines davon war das Khanat der Krim-Tataren, das sich 1478 als Vasall dem Osmanischen Reich unterstellte. Die Tataren blieben dabei allerdings ziemlich selbstständig, schon allein wegen der anderen Lebensweise in der Steppe. Sie stellten den Osmanen berittene Hilfstruppen bei deren Kriegszügen und beschäftigten sich ansonsten mit Raubzügen in die christlichen Gebiete, die nördlich von ihnen lagen. Von dort bekamen sie allerdings bald Konkurrenz in Gestalt der Kosaken. Hier habe ich eine Karte, wo nördlich des Krimkhanats das Gebiet der Saporoger Kosaken eingetragen ist. Es war schwer, eine solche Karte zu finden, weil das kein richtiger Staat war und weil seine Grenzen auch sehr unbestimmt waren. Dieses Gebiet hieß schon bei den Zeitgenossen das Wilde Feld oder die Wilden Felder, auf Latein Campi Deserti. Hier habe ich eine Karte mit der ungefähren Ausdehnung der wilden Felder. Dieses Gebiet gehörte noch zum Eurasischen Steppengürtel, wo also nur Gras wuchs und kein Wald. Hier bildete sich nach dem Ende der Mongolenherrschaft eine Art Grauzone, in die von Süden die Krimtataren hineinstießen, von ihrem Zentrum auf der Krim her, und von Norden die Kosaken. Die Bevölkerung der Kosaken hatte sich erst seit dem 15. Jahrhundert gebildet unter dem Einfluss der Tataren. Die Schwarzerdegebiete in der heutigen Ukraine sind eigentlich durchaus fruchtbar. Man könnte dort Ackerbau betreiben und heute tut man es ja auch. Aber Bauern konnten sich damals zumindest dort nicht dauerhaft ansiedeln, weil sie sonst sofort von den Tataren ausgeraubt wurden. Das Gebiet gehörte zwar seit dem 14. Jahrhundert offiziell zu Litauen. Damals hatte Litauen dieses Gebiet von der mongolischen Goldenen Horde erobert. Und seit dem Zusammenschluss von Polen und Litauen 1569 gehörte es dann zur Krone Polen. Aber wenn man sich die Karten von Polen und Litauen aus dem 16. und 17. Jahrhundert anschaut, dann sieht man regelmäßig, dass südlich und östlich von Kiew keine Städte mehr verzeichnet sind. Und auch der Verlauf der Grenze wirkt da auffällig unklar. Das ist nicht gezackt, sondern eher abgerundet. Da gab es einfach keinen klaren Grenzverlauf. Davon bekam diese Gegend dann auch den Namen Ukraine. Das heißt auf Slawisch an der Grenze. Also hier war die Grenze nicht eine Linie, sondern eigentlich ein ganzes Gebiet. Städte gab es nur westlich davon und die mussten stark befestigt werden. Das übernahmen dann polnische Magnaten, also großartige, hochadlige, die die Mittel dafür hatten.
Aber seit dem 15. Jahrhundert bildeten sich dort Gruppen von slawischer Bevölkerung, die zunächst zeitweise in die Steppengebiete weiter östlich vordrangen und dort Wildjagden oder Fischfingen oder Bienen züchteten. Dabei übernahmen sie praktisch die Vorgehensweise der Tataren. Sie waren auf Pferden unterwegs, sie bewaffneten sich dabei, sie schlossen sich zu mobilen Gruppen unter einem Anführer zusammen und sie fingen dann auch bald an mit Raubzügen in Gebiete, wo sesshafte Bevölkerung lebte. Allerdings eben nicht nördlich des Steppengürtels wie die Tataren, sondern südlich davon, wo das Osmanische Reich anfing. Diese Leute bekamen dann den Namen Kosaken. Das Wort kommt aus den Turksprachen und bedeutet so etwas wie freier Krieger oder freie Männer. Diese Kosaken bekamen im Lauf des 16. und 17. Jahrhunderts immer mehr Zulauf aus verschiedenen Völkerschaften in der Gegend, aber vor allem aus Polen, weil in Polen die Unterdrückung der Bauern durch die Adligen in dieser Zeit immer stärker wurde. Da flüchteten Bauern dann in die wilden Felder, wo die Adligen sie nicht mehr einfangen konnten. Das führte dann auch zu Ansiedlungen dort, hauptsächlich an Flussläufen, wo man sich besser verteidigen konnte und mit Schiffen auch mobiler war und Waren transportieren konnte. Diese Niederlassungen bildeten allmählich eine Art von Gemeinwesen, also die Niederlassungen als Ganzes. Es war kein richtiger Staat, aber das hatte ein Zentrum, die sogenannte Sitsch. Das hier, was Sie sehen, ist eine Nachbildung. Die lag auf einer Insel im Dnjepr, südlich der Stromschnellen des Dnjepr, damit man von Polen aus nicht so leicht dorthin kommen konnte, damit man aber selbst ohne Probleme mit Schiffen ins Schwarze Meer fahren konnte. Deswegen bekamen sie den Namen Saporoger Kosaken. Saporoge heißt auf Russisch hinter den Stromschnellen. Es bilden sich dann auch noch Kosakengemeinschaften in anderen Gegenden in Osteuropa bis hin nach Asien, aber die bekamen dann andere Namen. Der Ort der Saporoger Sitsch wurde im Lauf der Zeit auch mehrmals verlegt, weil sie doch relativ leicht angreifbar war. Die Sitsch war der Ort, wo sich der Rat der Kosaken versammelte und einen Anführer wählte, den sogenannten Hetman. Es gab keine erblichen Fürsten bei den Kosaken und es gab auch keinen erblichen Adel. Und die Kosaken fühlten sich auch immer noch dem polnischen Reich zugehörig. Das war ihr wirtschaftliches Hinterland, von dem sie abhängig waren. Außerdem waren sie Christen, schon allein wegen ihrer Opposition zu den Tataren und Osmanen. Und sie wurden auch bei Gelegenheit gern militärisch vom polnischen Staat und vom polnischen Adel eingesetzt. Sie hatten ja Übung im Kampf gegen Tataren und Türken. Und wenn Polen offiziell im Krieg gegen die stand, dann wurden die Kosaken gern als Hilfstruppen eingesetzt, so wie umgekehrt die Tataren von den Osmanen. Und so wie die Tataren gerne und oft Raubzüge in die besiedelten Gebiete von Polen hineinmachten, wo es Städte gab und Dörfer von Bauern, so dehnten auch die Kosaken ihre Raubzüge immer weiter ins Gebiet des Osmanischen Reichs aus. Sie fuhren mit Schiffen den Dnjepr hinunter ins Schwarze Meer und unternahmen dann Überraschungsangriffe an dessen Küsten, so wie die Barbaresken im westlichen Mittelmeer. Am Schwarzen Meer lagen reiche Handelsstädte, wo es viel zu holen gab und wo man dann bei der Gelegenheit auch christliche Sklaven befreite. Hier habe ich noch eine modernere Version der gleichen Szene. Gerade Kaffa, was hier zu sehen ist, war ein Zentrum des osmanischen Sklavenhandels. 1615 und 1625 fuhren die Kosaken mit ihren Schiffen sogar in den Bosporus ein und plünderten die Außenbezirke von Konstantinopel. Das löste Furcht bei der osmanischen Bevölkerung aus und auch bei der osmanischen Regierung, und sie forderten die polnische Führung auf, ihre kosakischen Untertanen an solchen Überfällen zu hindern. Darauf antworteten die Polen: Dann haltet ihr mal eure tatarischen Untertanen von Überfällen auf Polen zurück. Und beide Seiten machten dann geltend,
Sie hätten die Tataren bzw. Kosaken leider nicht unter Kontrolle und könnten deswegen die Überfälle nicht verhindern. Diese Verhältnisse trugen im Laufe des 17. Jahrhunderts wesentlich dazu bei, dass sich die Beziehungen zwischen Polen und dem Osmanischen Reich verschlechterten und dass es zu den Kriegen kam, von denen ich heute schon erzählt hatte. In den Friedensverträgen wurde dann zwar immer festgelegt, dass die Überfälle aufhören sollten, aber sie hörten nie auf. Es gab dann allerdings bei den Kosaken noch eine besondere Entwicklung. Die lösten sich nämlich im Laufe des 17. Jahrhunderts von ihren polnischen Oberherren. Die Kosaken wollten innerhalb Polens die gleichen Rechte haben wie der polnische Adel. Nur wollte ihnen der polnische Adel die nicht geben. Höchstens eine Oberschicht von ihnen. Aber dagegen wehrten sich die Unterschichten der Kosaken. Außerdem war der polnische Adel katholisch und die Kosaken waren größtenteils orthodox und wehrten sich gegen polnische Versuche, sie zu katholisieren. Das führte letztlich zu einer Serie von Aufständen der Kosaken seit dem Ende des 16. Jahrhunderts. Der größte Aufstand brach aus im Jahr 1648, das war der sogenannte Chmielnicki-Aufstand, benannt nach dem Anführer Bohdan Chmielnicki. Dieser Aufstand führte letztlich dazu, dass die Kosaken ihre Oberherren wechselten. Sie unterstellten sich 1654 dem russischen Zaren. Das führte dann zu einem Krieg zwischen Polen und Russland und der endete 1667 mit einem Friedensvertrag, in dem die Ukraine, also das Gebiet der Kosaken, geteilt wurde. Polen verlor die Gebiete, die hier rosa gekennzeichnet sind. Die lagen zum größten Teil auf der östlichen Seite des Dnieper. Deswegen hieß dieses Gebiet von nun an die linksufrige Ukraine. Also linksufrig ist hier auf der Karte rechts, weil der Dnieper von Norden nach Süden fließt. Und der polnische Teil des Kosakengebiets war die rechtsufrige Ukraine, also auf der Karte links. Und um dieses Gebiet ging es nun in dem Krieg zwischen dem Osmanischen Reich und Polen, der 5 Jahre später begann, 1672. Der begann damit, dass sich der Hetman der rechtsufrigen Ukraine, Petro Doroschenko, schon im Jahr 1667 dem Osmanischen Reich unterstellte. Der war nämlich auch unzufrieden mit der polnischen Herrschaft und hatte sich deswegen schon ein Jahr vorher mit den Krimtataren verbündet. Das war auch ein Merkmal dieses ständigen Kleinkriegs in den wilden Feldern, dass die Gegner sich sehr schnell und leicht wieder miteinander verbünden konnten, wenn das in ihrem Interesse lag. Schon während des Chmielnicki-Aufstands hatten sich die Kosaken mit den Tataren verbündet gegen Polen. Und schon in den 1620er Jahren hatten die Osmanen bei den Tataren einen anderen Khan einsetzen wollen. Bei den Tataren gab es nämlich eine erbliche Herrscherdynastie, die Geraj. Das war ein Unterschied zu den Kosaken, wo die Hetmane ja gewählt wurden. Aber innerhalb dieser Herrscherfamilie gab es ständig Streitigkeiten um den Thron. Und das wurde von den Osmanen gerne ausgenutzt. Als sie nun in den 1620er Jahren wieder einen Gegenkhan proklamierten, verbündete sich der amtierende Khan mit den Kosaken. Und die Kosaken begannen gleich mit einer Serie von Schiffsüberfällen auf osmanische Küstenstädte am Schwarzen Meer. Am Ende hatten sie gemeinsam die Osmanen besiegt und der Khan blieb. Zumindest für ein paar Jahre, dann wurde er doch vertrieben. Und nun schloss also 1667 der Hetman Doroschenko mit dem Sultan ein Abkommen, in dem er das Gebiet seiner Herrschaft als Hetman der Kosaken zu einem Vasallenstaat des Osmanischen Reichs erklärte. Aber zunächst kämpfte er nur zusammen mit den Krimtataren gegen Polen, weil die Osmanen noch auf Kreta zu tun hatten. Aber zunächst verloren Kosaken und Tataren ständig gegen die Polen. Die waren zwar auch erschöpft von den Kriegen der letzten Jahre gegen Schweden, Russen und gegen Fürst Rákóczi in Siebenbürgen, aber sie hatten in dieser Zeit einen guten Feldherrn, den Hetman Jan Sobieski. In Polen hießen die militärischen Führer auch Hetman, soll übrigens vom deutschen Hauptmann kommen. Als nun also die Kosaken und Tataren gegen die Polen verloren, bat der Tatarenkhan Selim I. Giray die Osmanen um Hilfe. Die hatten inzwischen Kreta vollständig erobert,
hatten wieder die Hände frei und schickten 1672 ein Heer von 100.000 Mann in die polnische Ukraine. Da konnten die Polen ihnen erst einmal kaum etwas entgegensetzen. In Polen gab es gerade inneren Streit zwischen dem König und dem Hochadel. Das können Sie in meiner Habilitation nachlesen. Die Türken eroberten die Festung Kamieniec-Podolski, also in Podolien gelegen. Dann belagerten sie die große Stadt Lemberg, wenn auch erfolglos, während in der Zwischenzeit die Tataren wieder das flache Land verwüsteten. Ende 1672 musste Polen einen Vertrag unterzeichnen, in dem es einen großen Teil der Ukraine an das Osmanische Reich abtrat und sich außerdem zur Zahlung eines jährlichen Tributs verpflichtete. So wurde Polen also auch zu einem osmanischen Vasallenstaat. Im nächsten Jahr ging der Krieg allerdings weiter und dann wendete sich das Blatt. Sobieski schlug die Osmanen in der zweiten Schlacht von Chocim, nach der ersten von 1621, die hatten wir schon. Dieser Sieg trug wesentlich dazu bei, dass Sobieski 1674 vom polnischen Adel zum neuen polnischen König gewählt wurde. Als solcher führte er dann auch den Krieg weiter, aber 1675 gelang den Osmanen eine Gegenoffensive und das führte 1676 zu einem Friedensschluss, in dem das Osmanische Reich etwa zwei Drittel der polnischen Ukraine erhielt, wovon ein großer Teil dem Kosakenhetman Doroschenko übergeben wurde als türkischer Vasallenstaat. Andererseits wurde aber der polnische Tribut abgeschafft. Damit hatte nun das Osmanische Reich seine größte Ausdehnung in Europa erreicht. Hier sehen wir das noch einmal mit dem Datum 1683. Das Datum ist nicht zufällig, denn von diesem Jahr an ging es bergab. Die meisten werden wissen, was 1683 passierte, aber wir müssen wieder etwas weiter ausholen. Wir kommen zur Vorgeschichte des Großen Türkenkriegs. Ich hatte gesagt, dass nach dem Sieg der Habsburger bei Mogersdorf 1664 vor allem die Ungarn mit dem folgenden Frieden von Eisenburg unzufrieden waren. Der ungarische Adel stand schon eher auf der Seite der Habsburger als auf der der Türken. Aber er hatte gehofft, dass die Habsburger nun mehr ungarische Gebiete zurückgewinnen würden. Und er war auch unzufrieden, weil die ungarischen Stände nicht an den Verhandlungen beteiligt worden waren und weil nun noch mehr deutsche Soldaten in die habsburgischen Garnisonen in Ungarn kamen. Dadurch kam der Verdacht auf, dass der Kaiser seine Macht im königlichen Ungarn stärken wollte, dass er den Einfluss des Adels und der Stände ausschalten wollte. Und dass er das dann nutzen wollte, um den Protestantismus in Ungarn zu unterdrücken. Das führte zu der sogenannten Magnatenverschwörung. Es trafen sich jahrelang hohe ungarische und kroatische Adlige, Protestanten und Katholiken, und berieten, wie man die Herrschaft der Habsburger loswerden könnte. Dabei nahmen sie Kontakt auf mit anderen Ländern, die mit den Habsburgern in Konflikt standen, mit Frankreich, mit Venedig und auch mit dem Osmanischen Reich. Nur waren die Habsburger über diese Verschwörung informiert und als dann 1670 tatsächlich ein bewaffneter Aufstand losbrach, gingen sie massiv dagegen vor. Die Anführer, deren man habhaft werden konnte, wurden hingerichtet wegen Hochverrat. Später wurden sie zu ungarischen Nationalhelden. Ihre Familien wurden enteignet. Außerdem wurde nun tatsächlich die Freiheitsrechte des ungarischen Adels für ungültig erklärt. Österreichisches Militär marschierte ein und die Steuern für die Bevölkerung wurden massiv erhöht. Und der Kaiser Leopold nutzte die Gelegenheit, um nun tatsächlich rigoros gegen die Protestanten vorzugehen. Der Vertrag von 1606 mit Stefan Boczkoi mit der Zusicherung der Religionsfreiheit für die Protestanten wurde infolge der Rebellion für ungültig erklärt. Protestantische Kirchen und Schulen wurden zerstört oder den Protestanten weggenommen. Protestantische Geistliche und Lehrer wurden inhaftiert oder vertrieben. Sehr viele flohen auch aus dem königlichen Ungarn, meistens nach Siebenbürgen, teilweise auch ins türkische Ungarn. Und die führten nun den Kampf gegen die Habsburger von dort aus weiter.
Dabei bekam sie Unterstützung durch antihabsburgische Stadtbürger und durch Unterschichten in Siebenbürgen. Dazu kamen entlassene Soldaten aus Grenzfestungen gegen die Türken. Viele von diesen Leuten waren gar keine Ungarn, sondern Kroaten, Slowaken oder Ruthenen. Und alle die bildeten nun bewaffnete Truppen mit den Adligen aus den habsburgischen Ländern als Anführer. Für diese Leute entwickelte sich damals der Name Kurutzen. Die Etymologie des Wortes ist umstritten. Es war auch früher schon für Aufständische in Ungarn gebraucht worden. Diese Truppen fielen im Frühjahr 1672 von Siebenbürgen aus ein ins östliche Oberungarn. Dort machten sie einige Eroberungen. Dann wurden sie in einer Schlacht geschlagen und begannen einen jahrelangen Partisanenkrieg, bei dem sie auch von Frankreich unterstützt wurden, weil Frankreich unter Ludwig XIV. Gerade Krieg gegen den Kaiser führte. Der Krieg wurde auch gegen ungarische katholische Adlige geführt, hatte also den Charakter eines Bürgerkriegs, durch den große Teile von Ungarn verwüstet wurden. 1678 ging der Partisanenkrieg dann wieder in einen regelrechten Feldzug über. Das war der sogenannte Aufstand des Imre Tököli. Das war ein protestantischer Adliger, der besetzte nun mit den Kurutzen bis 1680 wieder ganz Oberungarn. Hier sehen wir das, auch wenn sich diese Karte erst auf die Zeit ab 1682 bezieht. Da wurde Tököli nämlich von den Osmanen zum König von Oberungarn erklärt. Inzwischen ging der Aufstand der Kurutzen aber weiter. Er wurde von den Türken unterstützt. Daher soll übrigens der deutsche Fluch Kuruzi-Türken kommen. Die Türken gaben dem Anführer Tököli den Titel König von Oberungarn. Nur nach dem Sieg der Kaiserlichen über die Türken wurde dieses Königreich natürlich von den Habsburgern wieder platt gemacht. Falls ich das hier nachher zu sagen vergessen sollte, sage ich es jetzt schon mal. Tököli hatte nämlich ein Bündnis mit den Osmanen gesucht und es auch bekommen. In Konstantinopel herrschte inzwischen der Großwesir Kara Mustafa Pascha. Der zählte auch zu den Köprülü-Wesiren. Er stammte zwar nicht aus der Familie, war eigentlich ein geborener Türke, aber er war ein Ziehsohn von Mehmet Köprülü. Und als solcher war er mit Ahmet Köprülü zusammen aufgewachsen und hatte sogar dessen Schwester geheiratet. Und als Ahmet Köprülü 1676 starb, wurde er der neue Großwesir. Er wird beschrieben als jähzornig und grausam, auch als anmaßend und geltungssüchtig, aber das könnte zumindest teilweise auch damit zusammenhängen, dass man ihm hinterher die ganze Schuld an der Niederlage von Wien zuschieben wollte. Jedenfalls, als 1682 Imre Tököli persönlich bei ihm in Istanbul erschien, sagte er ihm gleich Hilfe gegen die Habsburger zu. Außerdem wurde er auch noch von Ludwig XIV. Von Frankreich zu diesem Krieg gedrängt, der gerade am Rheinkrieg gegen die Habsburger führte. Das weiß man, denke ich, gerade in Freiburg sehr gut. 1683 setzte sich Kara Mustafa mit einem Heer von 150.000 Mann in Bewegung in Richtung Ungarn. Da kann man sehen, was immer noch die Stärke des Osmanischen Reichs und seiner Armee war, die gute Organisation. Man konnte immer noch in kurzer Zeit große Armeen zusammenbringen und mit ihnen vom Zentrum des Reichs an weit entfernte Fronten marschieren. Am Anfang war sogar noch der Sultan Mehmed mit dem Heer gezogen, aber der verabschiedete sich dann in Belgrad und überließ die weitere Führung Kara Mustafa. Zu diesen 150.000 Mann stießen außerdem in Ungarn noch die Truppen von Imre Tököli dazu. Kara Mustafa hatte am Anfang wohl nur vor, das restliche Ungarn von den Habsburgern zu erobern. Aber das gelang ihm dann so schnell und glatt, dass er sich ein neues Ziel setzte, nämlich Wien zu erobern. Dafür hatte er nicht die Genehmigung des Sultans, aber die osmanische Armee kam schon am 13. Juli vor Wien an. Also über 2 Monate früher als 1529 die Armee von Süleyman dem Prächtigen.
Insofern waren die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Belagerung wesentlich besser als damals. Andererseits war aber auch die Stadt Wien sehr gut auf die Verteidigung vorbereitet. Nach der Belagerung von 1529 waren die Stadtbefestigungen ausgebaut worden und sie waren immer wieder auf den neuesten Stand der Technik gebracht worden. Jetzt wusste man auch relativ früh Bescheid über den Anmarsch der Türken und konnte noch rechtzeitig alle Vorbereitungen treffen. Der Kaiser Leopold I. verließ die Stadt und mit ihm 80.000 Einwohner, die für die Verteidigung nicht gebraucht wurden und die nur die Vorräte aufgezehrt hätten. Dagegen wurden zusätzliche Lebensmittelvorräte in die Stadt geschafft und weitere Truppen in die Stadt beordert, dazu Kanonen, Pulver und Munition. Dann wurden die Vorstädte von Wien in Brand gesetzt, um den Türken keine Deckung zu geben. Die Türken zerstörten aber selbst die Orte in der Nähe von Wien, wobei ein großer Teil der Bevölkerung ermordet oder in die Sklaverei verschleppt wurde. Die weitere Umgebung von Wien wurde schon im Vorfeld der Belagerung von den mobilen türkischen Truppen zerstört, von den Tataren und von den Akinji, also den berühmten Rennern und Brennern. Die eigentliche Belagerung begann am 14. Juli. In der Stadt befanden sich da etwa 11.000 Soldaten und 5.000 Bürger und das türkische Belagerungsheer umfasste etwa 120.000 Mann. Kara Mustafa schickte wie üblich einen Gesandten in die Stadt mit der Aufforderung, den Islam anzunehmen und die Stadt zu übergeben, dann würden die Einwohner verschont. Aber das wurde vom Leiter der Verteidigung gleich abgelehnt. Das war der Graf Ernst Rüdiger von Starembberg. Die Chancen für eine erfolgreiche Verteidigung der Stadt standen nämlich von Anfang an nicht schlecht, weil man auf ein Entsatzheer von außen hoffen konnte. Viele andere fühlten sich auch bedroht, wenn Wien von den Türken erobert würde und waren deshalb bereit, zu Hilfe zu kommen. Der Deutsche Reichstag hatte diesmal viel Geld für die Türkenabwehr bewilligt. Mehrere deutsche Fürsten schickten eigene Truppen, darunter Bayern und Sachsen, bei denen Hilfe für die Habsburger durchaus nicht selbstverständlich war. Der Papst Innozenz XI. Schickte 1,5 Millionen Gulden Unterstützung und er vermittelte ein Bündnis zwischen dem Kaiser und dem polnischen König Jan Sobieski, des Inhalts, dass man sich gegenseitig mit Truppen unterstützen würde, wenn Krakau oder Wien von den Osmanen angegriffen würden. Sobieski war eigentlich eher ein Verbündeter von Frankreich und Ludwig dem 14., aber er konnte sich ausrechnen, dass wenn Wien fallen würde, dann auch Polen auf das Höchste gefährdet wäre. Diese Truppen waren nun also alle im Anmarsch, aber bis dahin musste Wien sich selbst verteidigen und das zog sich hin. Die Türken begannen mit der Beschießung von Wien, aber sie hatten wenig große Geschütze dabei, obwohl es die in den ungarischen Festungen zur Genüge gab, nur ging Kara Mustafa wohl der Transport zu langsam. Dagegen hatten die Verteidiger große Geschütze und sie konnten von den Stadtmauern auf die Türken runterschießen. Deswegen verlegten die sich vor allem auf die Anlage von Laufgräben zur Stadt. Hier sieht man dieses ausgebaute Netz. Und auf das Graben von unterirdischen Minen, um dann die Mauern von unten zu sprengen. Die Verteidiger wiederum gruben gegen Gräben und gegen Minen und dort fanden nun die Nahkämpfe statt. Im August und Anfang September gelangen den Türken dann größere Sprengungen von Teilen der Stadtbefestigung, aber an diesen Stellen gab es dann immer noch große Halden von Schutt, sodass die Verteidiger die Angriffe der Janitscharen abwehren konnten. Allerdings unter Verlusten und die wogen natürlich bei den wenigen Verteidigern mehr als bei den vielen Belagerern. Außerdem brach in der Stadt eine Ruhrepidemie aus und kostete viele Verteidiger das Leben. Dazu wurden die Lebensmittel doch langsam knapp. Andererseits sank auch die Stimmung bei den Türken, weil sie immer wieder vergebliche Sturmangriffe machten und weil sie wussten, dass ein Entsatzheer im Anmarsch war und dass die Zeit knapp wurde. Es gelangten auch immer wieder Nachrichten aus der Stadt und in die Stadt, sodass die Verteidiger auch orientiert waren, wie lange sie noch aushalten mussten.
Das Entsatzheer brauchte natürlich länger als ursprünglich geplant, aber schließlich kam es doch. Am 6. und 7. September vereinigten sich die Truppen bei Tulln an der Donau, 30 Kilometer flussaufwärts von Wien. Ich habe mal eine Tabelle aus Wikipedia kopiert mit den Truppenstärken. Die beiden Oberbefehlshaber waren der König von Polen, Johann Sobieski, den kennen wir schon aus dem Polnisch-Türkischen Krieg, und als Befehlshaber der kaiserlichen und Reichstruppen der Herzog Karl von Lothringen. Der war ein Gegenkandidat von Sobieski bei dessen Königswahl gewesen. Und jetzt gab es zwischen den beiden auch Animositäten, wer jetzt der oberste Heerführer sein sollte. Aber in dem Vertrag zwischen dem Kaiser und Sobieski war schon festgelegt worden, dass das Sobieski sein sollte, wenn er bei der Schlacht dabei wäre. Allein schon, weil er einen Königstitel hatte. Aber Karl von Lothringen steuerte dann wesentliche Ideen zum Schlachtplan bei. Man vereinbarte also, dass man von den Höhen des Wienerwalls nördlich von Wien das türkische Lager angreifen wollte. Der Berg dort hieß der Kahlenberg und nach ihm wurde dann die Schlacht benannt. Dort hinauf stiegen die Truppen am 11. September und trafen dabei auf überhaupt keinen Widerstand. Karam Mustafa hatte völlig versäumt, etwas gegen den Aufmarsch des Entsatzheers zu unternehmen. Am nächsten Tag griffen dann die christlichen Truppen vom Kahlenberg aus an. Dadurch hatten die Türken praktisch zwei Fronten, eine gegen die Angreifer und eine gegen die Stadt. Die Verteidiger der Stadt nutzten nämlich die Gelegenheit und machten auch einen Ausfall aus der Stadt heraus. Der rechte türkische Flügel wurde von den Truppen von Karl von Lothringen angegriffen. Der linke Flügel von der schweren polnischen Kavallerie, den berühmten Flügelhusaren. Die brauchten etwas länger, weil der Berg da steiler war, aber dann war ihr Frontalangriff umso wirkungsvoller. Von der Schlacht gibt es jede Menge Bilder, vor allem von polnischen Malern oder in polnischem Auftrag erstellt, wie dieses hier. Das allergrößte hängt sogar im Vatikan in Rom. In Polen ist heute noch die Meinung verbreitet, dass damals die Polen praktisch allein das ganze restliche Europa vor den Türken gerettet hätten. Es gibt in Polen eine entsprechende Erinnerungskultur. Das ist natürlich stark übertrieben. Es ist auch sehr die Frage, wie weit die Türken in Europa noch gekommen wären, selbst wenn sie Wien erobert hätten. Angesichts der Verfallserscheinungen im Osmanischen Reich wahrscheinlich nicht mehr viel weiter. Aber jedenfalls, der Angriff der polnischen Panzerreiter war spektakulär. Die ritten die Janitscharen über den Haufen und drangen dann in das türkische Lager ein. Das führte dann dazu, dass die Türken die Flucht ergriffen. Sie ließen praktisch das gesamte Lager zurück, sodass die christliche Armee eine riesige Beute machte, die man heute noch in Museen in Wien und in Krakau anschauen kann. In Krakau auf dem Wawel ist das Zelt von Kara Mustafa zu sehen. Die Zahl der Toten in der Schlacht war gar nicht so groß, aber es war trotzdem eine vernichtende Niederlage für das osmanische Heer. Auf die Nachricht kam nun auch der Kaiser Leopold zurück nach Wien. Er traf sich mit dem König Sobieski in Schwechat bei Wien, wo heute der Wiener Flughafen ist. An der Stelle dieser Begegnung steht heute ein Obelisk, das sogenannte Kugelkreuz, weil der Obelisk auf vier türkischen Kanonenkugeln steht. Es gibt in und um Wien jede Menge Denkmäler für die Türkenbelagerung von 1683, aber dafür reicht hier jetzt die Zeit nicht. Vielleicht kann ich da was auf Ilias verlinken. Die christlichen Heerführer hätten sich jetzt auch eigentlich beeilen müssen, um die Türken zu verfolgen. Aber unter ihnen brachen jetzt alte Konflikte wieder auf. Erstmal gab es in Schwechat eine Militärparade. Und dann zogen die Kurfürsten von Bayern und Sachsen mit ihren Truppen wieder in die Heimat ab. Erst am 18. September, also 6 Tage nach der Schlacht, begannen Sobieski und Karl von Lothringen mit ihren verbliebenen Truppen die Verfolgung der Türken. In der Literatur heißt es manchmal, wenn man die sofort verfolgt hätte, dann hätte man sie möglicherweise bis nach Konstantinopel jagen und das ganze Osmanische Reich vernichten können. Das halte ich für unwahrscheinlich. Aber jedenfalls hatten die Türken nun nach ihrer chaotischen Flucht aus Wien Zeit,
um sich in Ungarn wieder zu sammeln. Das geschah in Parkani in Ungarn, wo sie aber im Oktober von den Kaiserlichen und den Polen wiedergeschlagen wurden. Die Belagerung von Wien bildete praktisch den Beginn des sogenannten Großen Türkenkriegs, der von nun an noch 16 Jahre andauern sollte. Das wusste nur zu diesem Zeitpunkt keiner. Dabei wurden nun zum ersten Mal in Europa die Osmanen nicht nur in einer einzelnen Schlacht besiegt, sondern sie verloren dauerhaft große Gebiete wieder, die sie zuvor erobert hatten. Das betraf vor allem Ungarn. Schon am 21. Oktober 1683 eroberten die Kaiserlichen und die Polen die Festung Gran. Heute Esztergom, das war ein ganz wichtiger Platz. Seit 1543 hatte Gran den Osmanen gehört, mit einer kurzen Unterbrechung im langen Türkenkrieg. Die Türken mussten sich weiter zurückziehen und als Kara Mustafa an Weihnachten in Belgrad ankam, suchten ihn dort Boten aus Konstantinopel auf und teilten ihm mit, dass er zum Tode verurteilt sei. Der Sultan Mehmed IV. Hatte das selbst nicht gewollt, aber Gegner von Kara Mustafa hatten die Gelegenheit genutzt, um gegen ihn zu intrigieren und hatten dem Sultan das Todesurteil abgenötigt. Nun hob also Kara Mustafa sein Bart und ließ sich mit der seidenen Schnur erdrosseln, wie das bei den Osmanen üblich war. Die Szene wurde dann im christlichen Europa auf vielen Bildern dargestellt. Dann kam erstmal der Winter und der wurde genutzt für die Diplomatie. Der Papst Innozenz XI. Ergriff wieder die Initiative und schmiedete eine neue Heilige Liga. Dazu gehörten außer ihm und seinem Kirchenstaat der Kaiser und das Heilige Römische Reich, Polen und die Republik Venedig, auf diesem Bild vertreten durch ihren Dogen. Die Venezianer waren ja immer sehr vorsichtig mit Kriegen gegen die Osmanen. Es war das erste Mal, dass Venedig von sich aus den Osmanen den Krieg erklärte. Und das war ein sicheres Zeichen dafür, dass die Chancen der Heiligen Liga sehr gut standen. Hier habe ich eine Verkartung der Heiligen Liga. Sie sehen, 1686 schloss sich auch noch Russland an, aber das ist etwas für Michel Abisser in der nächsten Vorlesung. Besonders übersichtlich ist die Karte auch nicht und ich habe auch ansonsten keine guten Karten zum Großen Türkenkrieg gefunden. Bei Wikipedia gibt es immer nur Bilder zu einzelnen Schlachten. Das hier ist das Beste, was ich gefunden habe. Ich werde das wieder mit ein bisschen mit Pfeilen aufpeppen. Sie sehen, die Österreicher drangen in den folgenden Jahren nach Ungarn und auf den Balkan ein. Das sind die gelben Pfeile. Die Venezianer kämpften ganz woanders, nämlich in Griechenland, und eroberten in den folgenden Jahren den Peloponnes. Allerdings wurde bei der Belagerung von Athen der Parthenon-Tempel auf der Akropolis in die Luft gesprengt, durch den Schuss eines deutschen Kanoniers. Erst seitdem ist er eine Ruine. Eigentlich hätten die Venezianer vom Peloponnes aus mit ihren Schiffen Richtung Konstantinopel vorrücken sollen, um sich da mit den Österreichern zu treffen. Aber das schafften sie bei weitem nicht, die Österreicher ja auch nicht. Im Gegenteil, selbst die Peloponnes ging bis 1715 wieder an die Osmanen verloren. Und die Polen kommen auf der Karte hier überhaupt nicht vor. Die kämpften nämlich fast gar nicht. Der polnische Reichstag verweigerte nach dem Sieg von Wien seinem König Sobieski weitestgehend die Gelder für eine weitere Kriegsführung, weil der polnische Adel fürchtete, dass Sobieski zu mächtig werden könnte. Sobieski führte dann nur ein paar kleinere Feldzüge in die Moldau, aber da kam nicht viel bei raus. Dauerhaft erfolgreich waren in diesem Krieg nur die Österreicher. Die belagerten schon 1684 Ofen bzw. Buda, die Hauptstadt des türkischen Ungarn, und konnten es zwar noch nicht erobern, dafür aber 1686, wo sie dann allerdings ein Massaker an den Türken und auch an den Juden in der Stadt anrichteten. 1687 kam es zur sogenannten Zweiten Schlacht von Mohacs, oder auch genannt Schlacht
am Berg Horshani, so hier auch auf der Karte. Das Schlachtfeld war nämlich gar nicht das gleiche wie 1526, das lag nur in der Nähe, aber man benannte die Schlacht so, weil man sie diesmal gewonnen hatte, um das als erfolgreiche Revanche für die Schlacht, für die erste Schlacht von Moac hinstellen zu können. Diese Schlacht hatte bedeutende Folgen. Zum einen bei den Osmanen, wo man eine solche Serie von Niederlagen nicht gewohnt war. Der Großwesir, der die türkische Armee geführt hatte, fürchtete einen Aufstand gegen sich und setzte sich nach Konstantinopel ab. Daraufhin löste sich auch die Armee auf und die Janitscharen kamen nach Konstantinopel zurück. Die sorgten erst dafür, dass der Großwesir hingerichtet wurde und inszenierten dann auch die Absetzung des Sultans Mehmed IV. Der wurde immerhin nicht getötet, sondern lebte noch 6 Jahre als Gefangener im Palast. Sein Nachfolger wurde sein Bruder Süleyman II. Der regierte nur 4 Jahre lang und starb dann auch eines natürlichen Todes. Und ich zeige Ihnen gleich auch noch den nächsten Sultan. Das war Ahmed II. Der war noch ein Sohn von Ibrahim dem Verrückten, der 43 Jahre vorher gestorben war. Und Ahmed selbst starb dann auch nach 4 Jahren Herrschaft 1695. Damit wieder zurück nach Ungarn. Da konnten die Habsburger nun im Westen Slawonien und im Osten Siebenbürgen besetzen. Und dann sprach der ungarische Reichstag den Habsburgern das erbliche Recht auf die Stephanskrone zu, also auf das Königtum in Ungarn. Der erst 9-jährige Erzherzog Josef wurde zum ersten erblichen König Ungarns gekrönt und die ungarischen Stände verzichteten außerdem auf ihr Widerstands- und Widerspruchsrecht gegenüber dem König. Das entsprach natürlich den Ansprüchen der Habsburger. Es hätte ja eigentlich schon 1526 nach dem Tod von König Ludwig in der ersten Schlacht von Moac die Krone von ganz Ungarn an die Habsburger fallen sollen, entsprechend dem Vertrag von Wien von 1515. Dieser Anspruch wurde jetzt von den Habsburgern einfach erneuert. Aber dass der ungarische Reichstag das nun einfach schluckte, lag ganz offensichtlich an der militärischen Überlegenheit der Habsburger. Die Ungarn befreiten sich ja nicht selbst von der osmanischen Herrschaft, sondern sie wurden jetzt von den Habsburgern befreit. Und dadurch wurde erstens klar, dass sie sich gegen die ohnehin nicht wehren konnten. Und zweitens hätte es auch ziemlich schlecht ausgesehen, nun einen Aufstand gegen die zu machen, die einen gerade befreit hatten. Allerdings begannen die Habsburger nun auch gleich wieder mit ihrer Rekatholisierungspolitik und das sollte später doch noch zu Aufständen führen. 1687 eroberten die Habsburger dann Belgrad mit seiner Festung und rückten dann in den folgenden beiden Jahren noch weiter vor, bis nach Kosovo, Mazedonien und Bulgarien. Das heißt, die christliche Bevölkerung dort wäre von den Bergen heruntergestiegen und hätte die Deutschen als Befreier begrüßt. Aber dann war erstmal Schluss. Im Westen des Deutschen Reiches hatte mittlerweile Ludwig XIV. Den Pfälzischen Erbfolgekrieg begonnen und die Habsburger mussten Truppen dorthin abziehen und das führte dazu, dass 1690 die Türken Belgrad zurückeroberten. Das verursachte wiederum die Wanderung von Serben nach Norden in Habsburger Gebiet, wo sie dann an der Militärgrenze angesiedelt wurden. Davon hatte ich letztes Mal gesprochen. Übrigens verließen umgekehrt auch die muslimischen Einwohner die Gebiete, die von den Habsburgern erobert worden waren. Teils, weil sie von den Christen misshandelt wurden und teils, weil Moslems nach dem islamischen Religionsgesetz eigentlich verpflichtet sind, ein Land zu verlassen, wenn es von Nicht-Moslems erobert wird. Dann kam es 1691 noch zur Schlacht von Slankamen. Hier steht 1695, aber das ist falsch. Das war der größte Sieg des Türken Louis. Der hieß eigentlich richtig Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden und regierte auch offiziell in Baden seit 1677, war aber kaum in seinem Land, weil er militärisch begabt war und deswegen ständig unterwegs im Dienst des Kaisers.
Er war an vielen Siegen im Großen Türkenkrieg beteiligt gewesen und deswegen bekam er den Spitznamen Türken-Louis. Freiburg gehörte ja damals noch gar nicht zu Baden, aber es gibt hier bekanntlich eine Türken-Louis-Straße. Dieser Spitzname scheint ihm sogar gefallen zu haben, denn es gibt von ihm dieses Bild, wo ihn ein Hofmaler in türkischem Gewand dargestellt hat. In der Schlacht von St. Carmen war er der alleinige Oberbefehlshaber und besiegte da mit einem zahlenmäßig unterlegenen Heer die Türken. In der Schlacht wurde der Großwesir getötet und das führte zu einer Panik bei den Janitscharen, sodass sich die türkische Armee auflöste und die Österreicher deren gesamten Tross erbeuten konnten. Danach wurde Ludwig Wilhelm allerdings auch an die französische Front abgezogen. Aber der Sieg von St. Carmen hatte die militärische Lage der Österreicher in Ungarn so weit stabilisiert, dass sie dem Zweifrontenkrieg auch in den folgenden Jahren gewachsen waren. Als dann 1697 der Pfälzische Erbfolgekrieg zu Ende war, konnten sie wieder mehr Kräfte in Ungarn einsetzen und auf diese Weise den Großen Türkenkrieg endgültig für sich entscheiden. Das geschah durch die Schlacht bei Zenta, die erste Großtat des größten Feldherrn, den Österreich nach landläufiger Meinung je gehabt hat, des Prinzen Eugen, auch wenn der eigentlich gar kein Österreicher war. Der stammte aus Frankreich, aber da hatte Ludwig XIV. Keine Verwendung für ihn als Soldat und so bot er seine Dienste den Habsburgern an. Er war schon beim Entsatz von Wien dabei als ganz junger Mann und nahm dann an vielen Kämpfen des Großen Türkenkriegs teil und zeichnete sich da aus. Dann kämpfte er im Pfälzischen Erbfolgekrieg sogar gegen Frankreich. Aber 1697 kehrte er nach Ungarn zurück und wurde da Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee. Da operierte in Ungarn gerade eine große osmanische Armee, sogar unter dem Oberkommando des Sultans. Diese Armee hinderte er daran, in die Offensive zu gehen. Und als sie dann schon auf dem Weg ins Winterlager war, verfolgte er sie mit seiner Armee und erfuhr dann, dass die Türken gerade beim Ort Zenta den Fluss Theiß überquerten. Da waren sie besonders verwundbar, weil der eine Teil der Armee noch auf dem einen Ufer war und der andere schon auf dem anderen und weil alle mit dieser Flussüberquerung beschäftigt waren. Und so griff Prinz Eugen die Türken sofort an und fügte ihnen eine verheerende Niederlage zu. Der Großwesir wurde getötet, der Sultan entkam, aber die österreichische Armee erbeutete wieder die gesamte türkische Ausrüstung. Danach war Prinz Eugen in ganz Europa berühmt und die Osmanen mussten nun einem Frieden zustimmen, wie sie ihn noch nie abgeschlossen hatten und auf keinen Fall wollten. Das war der Frieden von Karlowitz im Jahr 1699. Die Verhandlungen fanden wieder auf neutralem Boden statt, wie seinerzeit in Jedwabarok, an der Grenze zwischen osmanischem und kaiserlichem Gebiet. Sie wurden abgehalten in einem Zelt. Und das Ergebnis war, dass die Osmanen fast das gesamte Ungarn an die Habsburger abtraten. Hier haben wir die Karte. Nur das Banat von Temesch war, das da unten so reinragt, blieb beim Osmanischen Reich. Einen solchen Gebietsverlust hatten die Osmanen noch nie erlebt und es gab dann auch in Konstantinopel massive Widerstände gegen den Abschluss des Vertrags, weil man so etwas einfach nicht gewohnt war und sich das nicht vorstellen konnte. Aber es blieb nichts anderes übrig, weil das Reich wirtschaftlich erschöpft war und nicht mehr weiterkämpfen konnte. Die Habsburger bekamen nun praktisch ganz Ungarn und das war auch das Ende des Fürstentums Siebenbürgen. Das wurde nun wieder in Gesamtungarn einverleibt. Es war der größte Gebietszuwachs, den die österreichischen Habsburger jemals hatten. Und seit dieser Zeit war Österreich in Europa eindeutig nach Osten und Süden orientiert. Das war im Grunde der Beginn des österreichisch-ungarischen Vielvölkerstaats. Damit begann zugleich der Einfluss Österreichs in Deutschland zu sinken, letztlich zugunsten Preußens, das dann wenig später 1701 als Königreich entstand. Die österreichische Militärgrenze wurde nun nach Süden verlegt, an die neue Grenze zu den Osmanen. Das ist hier das Blaue auf dieser Karte.
Hier habe ich das noch einmal übereinander gelegt. Man sieht, Venedig wurde auch im Besitz des Peloponnes bestätigt, auch wenn es den dann später wieder verlor. Und Polen bekam die Gebiete zurück, die es 1676 verloren hatte, obwohl Polen ja in diesem Krieg kaum beteiligt war, außer am Anfang. Und wir können jetzt noch eine Karte dazulegen. Das hier ist der Zustand von 1718. Da hatten die Osmanen noch mehr an Österreich verloren. Das war das Ergebnis des nächsten Türkenkriegs. Da versuchten die Osmanen zunächst, den Venezianern ihre Gebiete wieder abzunehmen, die sie im großen Türkenkrieg gewonnen hatten. Deswegen erklärten sie 1714 Venedig den Krieg und marschierten mit einer großen Armee auf den Peloponnes ein und besetzten ihn wieder. Da riefen die Venezianer die Österreicher zu Hilfe und die traten 1716 auch in den Krieg gegen die Osmanen ein. Ich muss wieder diese Karte verwenden. Die Venezianer verloren den Krieg trotzdem, aber die Österreicher gewannen die Schlacht von Peterwardein nach fast schon bewährtem Muster, wieder unter dem Kommando von Prinz Eugen, wieder in Unterzahl, 70.000 Österreicher gegen etwa 150.000 Türken. Wieder wurde der Großwesir getötet und wieder erbeuteten die Österreicher das gesamte Lager der Türken. Dann eroberte Prinz Eugen die Festung Temeschwar und damit auch das gesamte Banat, das ja 1699 im Frieden von Karlowitz noch bei den Osmanen geblieben war. 1717 belagerte Prinz Eugen dann Belgrad und eroberte es, obwohl er von einem osmanischen Entsatz her ziemlich in Bedrängnis gebracht wurde. Von dieser Belagerung handelt das berühmte Lied von Prinz Eugen, dem edlen Ritter. Wenn Sie sich also für Einzelheiten interessieren, dann hören Sie sich das Lied an. Ich werde das bei Ilias verlinken. 1718 wurde der Krieg dann beendet mit dem Frieden von Passarowitz. Der Ort ist dankenswerterweise auf dieser Karte verzeichnet, wo auch die Gebietsgewinne Österreichs zu sehen sind, samt einem schönen Text, der alles erklärt. Das muss aus irgendeinem Buch sein, war aber nicht angegeben, welches. Ja, damit bin ich nun doch dort angelangt, wo ich heute hin wollte. Im weiteren Verlauf des 18. Jahrhunderts blieben die Grenzen auf dem Balkan relativ stabil. Es gelang den Osmanen sogar, einige Gebiete von den Österreichern zurückzuerobern. Zu ihrem gefährlichsten Gegner in Europa wurde nun ein anderes Land, nämlich Russland. Und damit kann ich den Stab für die nächste Vorlesung übergeben an Michael Abesser, der dann ausführlich über den osmanisch-russischen Konflikt berichten wird. Ja, das war also die achte Vorlesung. Nächste Woche geht es dann wie angekündigt weiter mit einer Vorlesung von Michael Abesser über Russland, die Osmanen und das Schwarze Meer. Auch diese Vorlesung wird als Video in Ilias zur Verfügung gestellt. Schauen Sie sich das an, auch das ist klausurrelevant. Und mich sehen Sie dann wieder in 2 Wochen mit der 10. Vorlesung. Da geht es dann schon um das 19. Jahrhundert und wir nähern uns dem Ende des Semesters und des Osmanischen Reichs. Bis dann.